Also das ist genau das Ding, dass ich mir bewusst mache, Narzissmus ist per se überhaupt nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil, es ist überlebensnotwendig. Es ist für jeden Menschen Grundbedürfnis, sich selber wertvoll zu fühlen. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute sprechen wir darüber, warum Narzissmus auch gute Seiten hat. Zu Gast ist Psychologin und Psychotherapeutin Sonja Unger. Wenn wir von Narzissten oder Narzisstinnen sprechen, meinen wir oft schwierige Menschen. Leute, die um Anerkennung und Bewunderung kämpfen, wenig Empathie für andere zeigen und schwer verliebt sind in sich selbst. Wir meinen dann auch immer die anderen, eigentlich nie uns selbst. Dabei haben wir alle narzisstische Anteile in uns, sagt Sonja. Das ist in den meisten Fällen sogar sehr gesund und kann positive Effekte für uns haben. Eine krankhafte narzisstische Persönlichkeitsstörung hat hingegen nur einen Bruchteil der Bevölkerung. Und das Phänomen ist auch deutlich komplexer als in unserer oft klischeehaften Vorstellung von Narzissten. Woran erkennen wir also, wie narzisstisch eine Person ist? Welche positiven Seiten hat Narzissmus? Und wie gehen wir mit sehr extremen Ausprägungen um? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Sonja, du hast dich mit dem Themenvorschlag Narzissmus bei mir gemeldet. Auf Instagram hast du einige Beiträge dazu veröffentlicht. Warum ist denn dir das Thema so wichtig? Weil man auf Social Media mittlerweile wahnsinnig viele Beiträge dazu sieht. Und ich den Eindruck habe, da sind einige dabei, die das Thema etwas undifferenzierter beschreiben. Man kriegt beim Lesen irgendwie so den Eindruck, Narzissten, das müssen irgendwie Monster sein. Von denen muss ich mich auf jeden Fall irgendwie fernhalten. Das ist nichts Gutes. Ich sollte auch bei mir vielleicht aufpassen, dass ich nicht zu egozentrisch bin, dass ich nicht zu erfolgsstrebend bin und so. Das könnte ja narzisstisch sein. Und da habe ich den Eindruck, an der Stelle tut das dann auch nicht mehr gut. Und deswegen habe ich so für mich gedacht, Mensch, da möchte ich mal ein bisschen Aufklärung machen. Narzissmus ist nicht nur diese Persönlichkeitsstörung, die tatsächlich Leiden verursachen kann, sondern es ist so viel mehr. Jeder von uns hat narzisstische Anteile und das ist sogar gut so. Also das ist eben nicht nur was ganz Schlimmes. Du sagst, du willst aufklären. Dann mach das doch gern gleich mal. Was genau ist denn Narzissmus? Genau, also man kann sagen, dass Narzissmus wie eine Persönlichkeitseigenschaft ist. Also da gibt es einfach bei uns Menschen ein Kontinuum. Manche sind eher kleiner, manche sind größer. Und auch beim Narzissmus ist das so. Also wenn ich ein bisschen noch in die Tiefe schaue, dann sind es einige Eigenschaften, die Menschen haben. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich den Eindruck habe, etwas Besonderes zu sein. Erfolgsstreben zum Beispiel, also dass es mir wichtig ist, Leistung zu haben oder eine gewisse Machtposition zu erreichen, dass ich das Gefühl habe, ich habe Anspruch auf etwas, also auf Lob, Anerkennung und sowas und dass auch Anerkennung mir besonders wichtig ist, um mich wohlfühlen zu können. Also das sind so ein bisschen Eigenschaften, die bei jedem Menschen irgendwo vorhanden sind, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Also wir alle haben narzisstische Anteile. Ganz genau. Und wenn wir schauen, wo der Begriff eigentlich herkommt, der kommt eigentlich aus der Psychoanalyse und bedeutet im Grunde erstmal nur, es geht um das Selbstwertgefühl. Also alles, was das Selbstwertgefühl betrifft, betrifft den Narzissmus in uns. Und jeder von uns hat den Wunsch, sich wertvoll und einfach wohl mit sich selber zu fühlen. Das heißt, jeder hat ein Stück weit eine narzisstische, ja, Ausprägung. Mehr oder weniger. Dass du mich jetzt angeschrieben hast, ob du zu Gast sein kannst im Podcast, das sind deine narzisstischen Anteile? Yay! So ein Teil, genau. Genau. Also Aufmerksamkeit ist zum Beispiel was sicher jeder genießen kann, also in unterschiedlichem Ausmaß. Und das ist erstmal auch überhaupt nichts Schlimmes, weil uns das im Leben natürlich auch ein Stück weiterbringen kann. Also wir können dann auch ein Stück weit erfolgreicher sein vielleicht, wenn wir das gut aushalten können, auch mal im Mittelpunkt zu stehen. Es ist immer eine Frage davon, wie abhängig ich davon werde. Also die Dosis macht das Gift quasi. Wenn ich es auch aushalten kann, dass mal jemand anders im Mittelpunkt steht und der auch was ganz Besonderes hat, dann bin ich quasi da fein damit. Wie verhalten wir uns denn, wenn wir gesunden Narzissmus ausleben? Also ich würde sagen, dass wir dann gut darin sind, unsere Bedürfnisse zu spüren, aber genauso auch die Bedürfnisse der anderen. Dass wir zum einen unsere Wünsche und Ziele gut durchsetzen können, aber eben nicht auf Kosten der anderen. Also das heißt, ich kann mich mal für meine Ziele und Wünsche entscheiden, aber manchmal eben auch für die anderen, sodass wir in der Beziehung miteinander trotzdem noch fein sind und gut miteinander auskommen können.
Das heißt, solange diese narzisstischen Anteile in mir nicht übersteigert sind, heißt es nicht automatisch, dass ich egozentrisch, egoistisch mich verhalten muss. Genau, das ist immer eine Frage der Dosis und meiner Flexibilität. Also manchmal stelle ich dann mich und meine Bedürfnisse in den Vordergrund, was super wichtig ist, auch für die Selbstfürsorge und für meine Lebenszufriedenheit, mich ausleben zu können. Aber ich kann mich eben auch zurückstellen zum Wohle der anderen und zum Wohle unserer Beziehung miteinander. Der Persönlichkeitspsychologe Mitya Back formuliert es so: Narzissmus ist per se erstmal nicht negativ, sondern eine Kraft, mit der wir Dinge erschaffen oder zerstören können. In welchen Momenten kann Narzissmus denn wirklich seine positive Kraft immer entfalten? Also es kann zum Beispiel tatsächlich im Beruf sein. Also man hat herausgefunden, dass Menschen, die sich eher für etwas Besonderes halten, was ja ein Teil des Narzissmus ausmacht, dass die im Leben erfolgreicher sind, also tatsächlich mehr Macht kriegen können oder einfach ja gut bezahlte Jobs und so, dass die mehr Lebenszufriedenheit haben. Und wenn der Narzissmus eben nicht in der Abhängigkeit führt, also eine Sucht nach Anerkennung, dann ist es auch so, dass die längere Beziehungen tatsächlich haben. Also dass die im anderen eben auch etwas ganz Besonderes und Wertvolles sehen können. Und dann können die beiden sich in der Beziehung gegenseitig in ihrem Wert bestätigen quasi. Also es kann was ganz Fruchtbares sein, was auch viel Kreatives auf die Welt bringen kann. Weil Menschen, die sich generell viel zutrauen, also nicht übersteigert, aber gesund, realistisch viel zutrauen, die können natürlich auch schon was erschaffen, ja, also wirklich im Sinne des Wortes erschaffen. Und unter welchen Voraussetzungen wird diese Kraft eher zerstörerisch? Also dann, wenn der Narzissmus schon in eine eher ungesunde Ausprägung kommt, also wenn ich abhängiger davon werde, dass andere mir sagen, dass ich wertvoll bin, und ich das nicht aus mir selber heraus kann. Also wenn alles sich drum dreht, dass ich meinen Wert erhalten kann und ich meine Ziele verfolgen kann, dann gehe ich natürlich auch eher in Anführungsstrichen über Leichen. Also dann interessiert es mich einfach nicht mehr so, was andere wollen, sondern dann ziehe ich mein Ding durch, egal was andere wollen und ob das anderen wehtut. Das kann auch kippen in sowas eher wirklich Pathologisches, also wo wir dann sagen würden, das ist auch ein maligner, also ein bösartiger Narzissmus. Das gibt's tatsächlich nicht oft, aber es gibt es, dass Menschen dann auch soziale Normen verletzen. Also dass die dann echt auch aus Neidgefühlen, boah, da hat jemand was, was mir eigentlich zusteht und was ich dem überhaupt nicht gönnen kann. Dann kann es wirklich zerstörerisch werden, dass die Menschen dann körperlich verletzen, Autos zerstören, Häuser irgendwie, also da gibt es schon alles Mögliche, was dann wirklich auch grenzverletzend ist. Okay, also es gibt einen wirklich krankhaften Narzissmus, aber wir alle haben narzisstische Anteile in uns. Ab wann wird es denn problematisch? Muss ich erst eine Persönlichkeitsstörung haben oder kann ich vorher auch schon für mein Umfeld wirklich schwierig sein? Wir kennen das vielleicht alle, dass es Leute gibt, die halt einfach wahnsinnig gerne im Mittelpunkt stehen und die müssen dann aber auch zwingend immer überall im Mittelpunkt stehen, ja, und das kann schon mal nerven. Aber das ist jetzt vielleicht nicht so, dass es uns wahnsinnig verletzen würde, sondern es ist einfach krass nervig. Und da halten wir dann mit der Zeit eher Abstand, weil das ist keine balancierte Beziehung dann, sondern es geht halt mehr um den anderen, dass der seine Bewunderung kriegt. Das ist dann nicht mehr wahnsinnig spannend. Ab wann würde man denn von einem echten Narzissten, einer echten Narzisstin sprechen? Wirklich per Diagnose, wenn es diese Persönlichkeitsstörung ist? Oder würde man auch schon bei Menschen mit einem sehr ausgeprägten narzisstischen Anteil von Narzissten sprechen? Also ich mag den Begriff Narzissten sowieso nicht, weil das ist ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, hey, der Philipp, das ist doch der Depressive. Mhm. Und da schnallen wir es, glaube ich, dann schneller, dass das schon mit sehr abwertend gemeint ist. Ja, das ist schon fast ein Schimpfwort. Und bei Narzissten ist es genauso. Und es ist auch kein wissenschaftlicher Begriff. Das heißt, es ist kein diagnostischer Begriff. Aber die Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung gibt es. Genau, ganz genau. Und da müssen gewisse Kriterien erfüllt sein, damit ein Experte, also sprich ein Arzt, ein Psychiater oder ein Psychotherapeut, diese Diagnose auch stellen kann. Was zeichnet denn wirklich pathologische Narzisstinnen und Narzissten aus? Also wie verhalten die sich? Also die sind schon sehr überzeugt von sich und das tragen sie auch nach außen. Also die kommunizieren das schon auch, dass sie sich toll finden, dass sie den Eindruck haben, sie sind was Besseres oder Besonderes. Die haben auch ein gewisses Anspruchsdenken, dass ihnen Beifall zusteht oder dass für sie die normalen Regeln gar nicht gelten, sondern ihnen steht es zu, dass sie auch mal über die Autobahn rasen können und eben anderen die Vorfahrt nehmen, weil sie sind eben besonders halt und die streben nach gewissen Machtpositionen. Dafür würden sie auch ziemlich viel aufs Spiel setzen, also auch Beziehungen aufs Spiel setzen. Die nutzen teilweise auch Menschen aus,
weil es einfach nur darum geht, die Bewunderung von anderen zu bekommen. Also die haben wenig Mitgefühl, beziehungsweise können das Mitgefühl je nachdem an- oder abschalten. Also sie sind schon fähig dazu, aber nur, wenn sie es gerade brauchen können, wenn es ihren Zielen dient. Zum Beispiel am Anfang mit dem Lovebombing. Ah, okay. Also erstmal wirken sie gar nicht so bösartig, sondern überschütten einen mit Liebe. Ganz genau, man hat sogar herausgefunden, dass Menschen mit hoher Ausprägung beim ersten Kennenlernen besonders sympathisch wirken. Also dass Leute auf einer Party oder so besonders sich angezogen fühlen von diesen eher narzisstischen Menschen. Weil die halt wahnsinnig sprühend sind, charmant und unterhaltsam, die haben vielleicht noch Humor und so. Also es sind schon schillernde Gestalten. Narzisstin ist ja nicht gleich Narzisstin. Es gibt verschiedene Ausprägungen. Ja. Es gibt da den offenen und den verdeckten Narzissmus. Wo ist da der Unterschied? Ja, da könnte man auch sagen, der grandiose Narzissmus, also da, wo man es von außen schon sieht, boah, da ist aber einer aufgebläht, oder den vulnerablen, verletzlichen Narzissmus, das wäre der verdeckte. Das erkennen tatsächlich auch Experten manchmal gar nicht so einfach, weil da ist die Grandiosität einfach nicht so da. Die Menschen sind auch introvertierter, die zeigen sich nicht so, die müssen nicht so im Mittelpunkt stehen. Die sind aber genauso wie die anderen auch, wahnsinnig verletzlich, sehr, sehr leicht kränkbar, ganz unsicher in ihrem Selbstwertgefühl, und die können diese existenziellen Schamgefühle, Minderwertigkeitsgefühle gar nicht abwehren durch die grandiose Fantasie, sondern die bleiben da drin. Ja? Die fühlen sich immer wie das Allerletzte, und man spürt auch im Kontakt mit ihnen, dass man wie das Gefühl hat, boah, ich muss denen was geben, gell? Die sind so unsicher, boah, ich muss denen was mitgeben, gell? Also sind so bedürftig irgendwie. Die haben halt eher mit Depressionen zu kämpfen, eben durch die Minderwertigkeitsgefühle und so. Spannend finde ich ja, dass wir alle diese Eigenschaft in uns tragen, aber sie sich bei uns halt unterschiedlich ausprägt. Ich habe gelesen, dass die Forschung darauf hindeutet, zu 50% liegt es an der Genetik, zu 50% an Umwelteinflüssen. Welche Art der Erziehung zum Beispiel befördert einen übersteigerten Narzissmus? Also es ist schon wichtig, dass das Kind zumindest in den ersten 2 Jahren wirklich im Mittelpunkt steht und dass auch im ersten halben Jahr die Bedürfnisse on dot, also immer dann, wenn das Kind sich meldet, sofort befriedigt werden. Das ist unglaublich wichtig für das Sicherheitsgefühl und für das Wertigkeitsgefühl, gell? Und dann irgendwann muss das Kind aber auch Stück für Stück an Frustrationserlebnisse rangeführt werden, dass es lernen kann, den Frust ein Stück weit begleitet immer auch auszuhalten. Also es gibt die Theorie, wenn Eltern ihre Kinder verwöhnen und zu sehr loben für eigentlich normale kindliche Leistungen, dass dann ein Narzissmus sich entwickeln kann. Also dieses grandiose Gefühl quasi, ich bin wahnsinnig toll. Aber auch da muss man aufpassen, weil auch das entspricht eigentlich einer emotionalen Vernachlässigung. Auch das ist eine Vernachlässigung, weil Kindern vorenthalten wird, dass sie eben auch Schwächen haben, dass es Grenzen gibt und so. Und was wir noch sehen, eben Genetik. Vermutlich ist auch ein Elternteil, also der 50-50 ist auch das Elternteil narzisstisch eher höher ausgeprägt. Das heißt, dass das Kind für dieses Elternteil ganz besonders sein muss. Okay. Und dass das Elternteil quasi genau die Attribute am Kind lobt und toll findet, die sie selber toll findet. Weil es die eigene Grandiosität weiterträgt. Ganz genau, ganz genau. Das heißt, dass das Kind aber dann gar nicht rausfinden kann, wer oder was es eigentlich ist, sondern in so ein Abhängigkeitsding reinkommt und sich immer gefällig verhält, quasi so, wie es dann auch Lob bekommt. Inwiefern entwickelt sich sowas denn wirklich immer in der Kindheit? Kann das auch noch passieren, dass sich erst im Erwachsenenalter mein Narzissmus weiter herausbildet? Also nicht im Sinne einer Persönlichkeitsstörung. Also das ist ein Kriterium, dass das schon im frühen Erwachsenenalter vorhanden sein muss und dann auch stabil bleibt. Aber ich kann natürlich meinen Narzissmus, den ich so mitbringe, der kann schwanken. Also wenn ich in Kränkungssituationen komme zum Beispiel, wo ich einen Job verliere, wo sich jemand von mir trennt, dann kann ich auch, wenn ich eigentlich einen gesunden, stabilen Selbstwert habe, also einen gesunden Narzissmus, kann ich ein bisschen in die ungesundere Ausprägung kommen, weil ich eben dann in eine narzisstische Krise komme zum Beispiel, also weil ich dann einfach in meinem Selbstwertgefühl stark verunsichert bin und es dann viel mehr brauche, dass ich von außen eben wieder gepampert werde. Andersrum genauso, wenn ich wahnsinnig erfolgreich bin, ja, auf YouTube oder Instagram oder so, und ich kriege überall Beifall, dann kann es genauso sein, dass ich in eine Abhängigkeit reinkomme, ja, und da sehr abhängig werde davon. Also beides ist möglich. Was hilft denn, diese narzisstischen Anteile in uns so ein bisschen in Balance zu halten? Das würde bedeuten, ich müsste Möglichkeiten finden, mein Selbstwertgefühl gut
in Balance zu halten. Ja, also dass ich das spüren kann, dass ich wertvoll bin und dass ich auch in Situationen, die mich herausfordern, mein Selbstwertgefühl aus mir selber heraus auch mit mobilisieren kann. Also ich werde zwar nie unabhängig davon, dass auch andere mich toll finden und mir das zeigen. Das muss man auch mal sagen, weil das immer so in Instagram so rum, also man müsste das nicht brauchen und so, das ist alles Quatsch. Jeder Mensch braucht das ein Stückchen weit. Ja, und dann geht's darum, wie kann ich denn mein Selbstwertgefühl eigentlich stabil halten? Was kann ich denn da machen? Und da haben wir verschiedene Schubladen dafür, verschiedene Quellen. Das eine ist quasi das Vertrauen in mich zu haben, weil ich weiß, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe und da auch wirksam unterwegs bin. Das andere sind soziale Beziehungen. Also ich weiß einfach, dass ich gemocht werde, dass ich zu einer Gruppe dazugehöre, dass ich Konflikte aushalten kann, solche Dinge. Das heißt, da kann ich viel investieren. Und ich muss mich halt insgesamt auch gut kennen, dass ich auch zum Beispiel Dinge leben kann, die mir einfach nur mal Freude machen und wo es gar nicht um Leistung geht. Aber da muss ich mich schon sehr genau kennen, muss wissen, was meine Werte sind, was meine Leidenschaften sind, meine Bedürfnisse. Und das ist etwas, was Menschen mit großer narzisstischer Ausprägung einfach nicht haben. Also die wissen im Grunde gar nicht, wer sie sind. Wie finden wir denn eigentlich heraus, ob auch jemand in unserem Umfeld stark narzisstisch ist? Also der Partner, die Kollegin, die Eltern? Eher nicht, weil das ist tatsächlich, also... Dann sind wir wieder beim Abstempeln gleich. Ja, genau, ganz genau. Und ich sollte mir auch überlegen, wenn ich den Gedanken habe, meine Eltern könnten narzisstisch sein, dann sitze ich im Glashaus, weil die Chance ist 50-50, dass ich dann selber auch betroffen bin. Also Selbstreflexion. Also, ganz genau. Ja, aber... Ernst gemeint, wäre es vielleicht sogar sinnvoller, das eigene Verhalten zu reflektieren, als immer nach den Narzisstinnen und Narzissten im Umfeld zu suchen? Genau, absolut, weil es würde mir auch gar nichts bringen. Also ich kann zwar mich selber da ein bisschen besser verstehen, also warum ich so ticke, wie ich ticke und warum ich vielleicht Probleme habe, kann ich vielleicht besser verstehen, wenn ich weiß, meine Eltern haben eine hohe narzisstische Ausprägung, die konnten mir nicht geben, was ich gebraucht hätte. Darüber hinaus bringt es mir aber gar nichts. Denn letzten Endes muss ich mein Verhalten dann so verändern, dass ich im Leben zufriedener bin. Ich kann meine Eltern nicht verändern, ich kann nur meinen Umgang damit verändern. Zum Beispiel, dass ich als Erwachsener sage, ich gebe mir das nicht mehr, ich schütze mich jetzt, mein Selbstwertgefühl. Meine Eltern, die machen mich immer so runter und das möchte ich nicht mehr, dann gehe ich auf Abstand. Also es geht eher darum, quasi zu schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und dann Entscheidungen für mich selber zu treffen. Aber ich wäre immer vorsichtig mit Fremddiagnosen oder mit Schuldzuweisungen, weil dann lenke ich sehr von mir selber ab und dann kriege ich gar nicht mehr mit, was vielleicht meine eigenen Anteile an der Beziehung sind. Das ist aber etwas, das tatsächlich viele tun. Also du hast ja eingangs Social Media erwähnt, ja. Da gibt es etliche Beiträge von Menschen, die angeblich mit Narzissten oder Narzisstinnen in toxischen Beziehungen sind. Wie könnten Personen, die dieses Gefühl haben, sinnvoll damit umgehen? Also ich denke, ich würde vielleicht als ersten Schritt tatsächlich mit Freunden reden über meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe, um vielleicht von außen auch eine Perspektive nochmal zu kriegen. Hey, könnte das sein? Aber auch das ist, denke ich, schwierig. Also ich glaube, es geht nicht. Weil das Umfeld auch nicht geschult ist in der Regel, ne? So ist es, genau. Also ich würde mir genau angucken wollen, wie komme ich auf den Gedanken? Also habe ich den Eindruck, ich bin zu wenig im Mittelpunkt? Kommen meine Bedürfnisse zu kurz? Fühle ich mich abgewertet und kenne ich das irgendwoher? Ist das das erste Mal, dass mir das passiert? Vermutlich nicht. Dann kann ich gucken, woher kommt es denn? Also ist das vielleicht was ich sogar schon in der Kindheit erlebt habe oder im Kindergarten oder so, dass meine Peer Group mich mal eine richtige Zeit lang gemobbt hat? Dann steckt das wahnsinnig tief in mir und ich habe sehr wunde Punkte, die leicht wieder aufbrechen. Dann bin ich quasi überverletzlich, in Anführungsstrichen, und reagiere wahnsinnig schnell auf etwas, was vielleicht noch gar nicht verletzend gemeint ist, auf jeden Fall, also nicht bösartig, absichtsvoll. Das wird den Narzissten ja immer unterstellt, dass das alles absichtsvoll wäre. Wenn es wirklich so wäre, dass ich mit einem narzisstischen Menschen zusammen bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass ich ebenfalls eine hohe narzisstische Ausprägung habe, aber im verletzlichen Bereich. Also in dem Bereich. Dem verdeckten Narzissmus. Ganz genau. In dem Bereich, wo ich abhängig davon bin, dass mein Partner der Geile ist und ich mich deswegen geil fühlen kann, weil er so charmant und sprühend ist und so. Wenn der mich will, dann muss ich ja auch wertvoll sein, ja. Und wenn der dann natürlich nicht immer mitspielt und mich dann irgendwann abwertet und so, dann geht mir das natürlich wahnsinnig nahe. Und dann komme ich aus dieser Abhängigkeit auch schwer wieder raus.
weil ich den Eindruck habe, ohne den kann ich einfach nicht existieren. Und ich erliege der Fantasie, ich könnte den alten Prinzen wieder zurückgewinnen, wenn ich mich nur ganz arg anstrengen würde. Und das ist halt so ein Grundmuster von den verletzlichen Menschen mit narzisstischer Ausprägung, dass sie sich sehr stark anstrengen und die Idee haben, dann werden sie geliebt. Okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit einem ganz bösartigen Menschen zusammen sind und wer keinen Anteil haben, ist sehr gering. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall auch mal mit sich selber auseinanderzusetzen. Absolut. Eine Möglichkeit der Selbstreflexion, die gibt's auch im Netz. Der bereits erwähnte Mitya Bak hat einen Ich-Test ins Netz gestellt. Ist vielleicht eher eine Spielerei. Ich habe sie trotzdem mal ausprobiert. Damit können wir schauen, wie narzisstisch wir sind. Bei mir kam raus, dass ich da im Durchschnitt lande. Also kein Narzisst, aber ab und zu narzisstisch, könnte man wohl sagen. Wie lerne ich vielleicht das auch zu schätzen? Was glaubst du, könnte mir helfen, das jetzt nicht zu verteufeln und zu sagen, oh, das muss weniger werden? Also das genau das Ding, das ich mir bewusst mache, Narzissmus ist per se überhaupt nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil, es ist überlebensnotwendig. Es ist für jeden Menschen Grundbedürfnis, sich selber wertvoll zu fühlen. Das heißt, wir müssen alle etwas dafür tun, dass wir uns wertvoll fühlen. Die narzisstische Zufuhr, also die Anerkennung von außen, die brauchen wir alle. Und diejenigen, die das besonders gut nutzen können, die sind da im Vorteil erstmal. Ja? Dann, wenn sie auch andere Möglichkeiten noch nutzen können, also von innen raus die Wertigkeit spüren können. Also ich würde mir quasi die Vorteile des Narzissmus deutlich machen. Ich kann halt mich ausleben. Ich bin vielleicht auch kein so ängstlicher Mensch. Ich kann auf andere zugehen. Ich kann besonders nahe Beziehungen leben und so. Ich glaube an mich. Ja. Aber mir gleichzeitig auch bewusst machen, immer dann, wenn mir Kränkungen passieren, dann darf ich ein bisschen vorsichtig sein. Gell? Dann darf ich ein bisschen auf mich achten, dass ich nicht zu sehr quasi mich danach verzehre, von anderen wieder hochgeholt zu werden. Das ist schon mal okay, das machen wir alle. Aber dass wir nicht abhängig werden davon. Oder dass wir zu sehr in unsere Erfolgsfantasien uns verlieren, sondern dass wir schon auch noch unsere Realität wahrnehmen. Okay, und wenn es jetzt so wäre, ich habe mich jetzt danach gefragt, wenn jetzt da rausgekommen wäre, ich bin ganz narzisstisch, wie könnte ich besser im Blick behalten, dass ich weder mir noch anderen mit meinen Anteilen schade? Das ist schwierig, weil wenn dir das passiert wäre und es hätte gestimmt, dann hättest du das rationalisiert, also dann hättest du angefangen zu sagen, ja Mensch, der Test, das ist doch ein Quatsch, das ist ein Quatschtest, also was erhebt der denn, das ist doch alles Mist, das stimmt doch überhaupt nicht. Also du hättest dir alles zurechtgebogen, sodass das gar nicht der Fall sein kann. Das ist das Ding mit dem Narzissmus quasi, ich kann mich selber nicht als pathologisch wahrnehmen, weil das würde mich ja wahnsinnig kränken. Ich muss ja quasi der grandiose, tolle Mensch sein, damit ich gar nicht spüren muss, wie minderwertig ich mich eigentlich im Grunde fühle. Das heißt, Selbstreflexion für sehr ausgeprägte Narzisstinnen und Narzissten ist wirklich schwierig. Das funktioniert nicht. Mhm. Ja, funktioniert nicht. Viele von uns veröffentlichen ja mittlerweile regelmäßig Fotos und Videos in Social Media. Wenn Promis eitle Bilder posten, bekommen sie dafür hunderttausende Likes. Inwiefern sind narzisstische Züge mittlerweile eigentlich auch gesellschaftlich akzeptierter oder vielleicht auch sogar erstrebenswerter geworden? Ja, den Eindruck habe ich auch, dass also diese Eigenschaften sehr gehypt werden, weil halt vieles um Erfolg geht. Und erfolgreich sind offensichtlich die, die sich besser durchsetzen können, die besser sichtbar werden, die attraktiver, schöner, mehr Status haben. Das ist in unserer Gesellschaft so. Das könnte auch den Eindruck vermitteln, dass es viele Narzissten gibt, also mehr als diese 1,6% der Bevölkerung, die getestete Häufigkeit quasi ist. Also mehr ist es nicht. Das sind 1,6% von 80 Millionen Deutschen. Man könnte aber den Eindruck haben, dass es viel mehr sein müssen. Das ist so ein psychologischer Effekt, also ein Denkfehler. Je mehr Informationen ich über etwas habe, desto öfters entdecke ich das. Das heißt, je mehr berichtet wird, desto mehr habe ich den Eindruck, boah, da ist alles voller Narzissten. Und es ist auch nicht so, dass die Gesellschaft mehr Narzissten hervorbringt, denn wir haben die Zahlen aus verschiedenen Jahrzehnten quasi, die hat sich nicht vergrößert. Es ist nur so, dass unsere Gesellschaft, wie die quasi gerade unterwegs ist, die Narzissten hypt und sichtbarer macht. Also die Narzissten kommen einfach eher auf die Positionen, wo man Aufmerksamkeit bekommt. Was es dann ja letztendlich auch wieder erstrebenswerter macht, so zu sein, oder nicht? Ja, zum Teil. Aber es ist natürlich auch so, wenn jetzt ein YouTuber mal irgendeinen Fehler sich erlaubt oder auf Instagram, das haben wir schon öfters erlebt, solche Shitstorms, das ist natürlich hochgradig aversiv. Also wenn jemand dann von einem auf den nächsten Tag genau das Gegenteil einkassiert,
dann ist das Ganze nicht mehr erstrebenswert. Und das wissen die Leute, die viel Aufmerksamkeit haben, dass das von einem Tag auf den anderen komplett weg sein kann. Sogar noch schlimmer. Ich poste fast nie was, aber ich habe einen Podcast mit meinem Gesicht auf dem Cover. Inwiefern? Ich habe das nicht so entschieden, aber nun gut, ich mache den Podcast trotzdem weiter. Also so schlimm ist es dann auch nicht. Inwiefern ist es auch eigentlich wahrscheinlicher, in bestimmten Berufsgruppen vielen Menschen mit narzisstischer Ausprägung zu begegnen? Also kann es wirklich sein, dass zum Beispiel in meinem Umfeld viele Menschen mit narzisstischerer Ausprägung sind? Ich habe früher Musik gemacht, jetzt bin ich im Journalismus. Ja, also ich meine, es gibt sogar Untersuchungen, aber nicht viele. Also das tatsächlich eher in medialen Berufen. Also man hat bei Schauspielern zum Beispiel hohe Ausprägungen gefunden und so. Aber ja, das ist mit Vorsicht zu genießen. Also es würde Sinn machen natürlich inhaltlich, gell, dass sich Narzissten vielleicht eher solche Berufe aussuchen, weil sie da mehr Applaus kriegen können. Das heißt nicht umgekehrt, dass jeder, der in der Medienbranche oder Journalist oder ein Foto von sich auf dem Podcast hat, dass der dann eine narzisstische Persönlichkeit hat. Ich habe das nicht entschieden. Eben. Und außerdem ist es ja auch marketingtechnisch durchaus klug. Menschen wollen Menschen kennenlernen. Und ist das auch ein bisschen platt gedacht, jetzt gleich wieder zu sagen, die Leute, die auf Bühnen gehen, da ist das häufiger? Oder gibt es da auch beide Spielarten des Narzissmus quasi? Die Menschen, die eine verdecktere Form haben, die würden jetzt ja nicht unbedingt das Rampenlicht suchen, oder? Nee, überhaupt nicht, weil die neigen eher dazu, bedrohliche Situationen zu vermeiden. Also da ist ja potenziell die Chance auch zu scheitern. Und da haben die so viel Angst vor, weil sie genau wissen, das würde ich nicht durchstehen, dass sie das eher meiden würden. Also wenn, dann treffe ich da eher Menschen, die so mehr in die Grandiosität gehen. Aber auch das muss nicht unbedingt der Fall sein, ja. Also wahrscheinlich ist da schon ein bisschen rosa-rote Brille so. Ich sehe mich ein klein bisschen positiver, als ich vielleicht realistisch gesehen eigentlich bin. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist eigentlich eine positive Eigenschaft, die zu viel mehr Lebenszufriedenheit führt, Erfolg im Beruf. Und das ist per se ja erstmal nichts Schlechtes. Also in der Behörde, auf Konzertbühnen, in einem Podcast-Interview, überall können uns Menschen mit ausgeprägteren narzisstischen Zügen begegnen. Welche Gedanken sollten wir uns also aus dieser Folge mitnehmen, ja, dass wir in Zukunft vielleicht eine andere Sicht auf den Narzissmus in uns allen bekommen? Also was ich wichtig finde, ist, dass wir uns klar machen, Narzissmus ist nichts Schlechtes. Und wenn er hoch ausgeprägt ist, sodass es wirklich zu Leiden führt, dann ist es nichts Bösartiges. Es gibt ganz wenige Menschen, die an die Grenze zur Soziopathie kommen, also wo das Ganze maligne und bösartig wird. Das sind wirklich sehr wenig Menschen. Also die Menschen, die sich verletzend verhalten, tun das erstmal nicht bösartig und absichtsvoll, sondern die haben ihre Geschichte dazu, vermutlich. Und die können erstmal nicht anders. Ansonsten würde ich dazu plädieren, vorsichtig mit den Namen zu sein, immer zu gucken, wer berichtet da über Narzissmus, inwiefern hat derjenige wirklich Expertise, macht er das Ganze differenziert. Ja, da wäre ich vorsichtig. Toxische Beziehungen gibt es, aber eben auch in dem Ausmaß seltener, als es den Anschein macht. Und manchmal sind wir auch Teil dieser toxischen Beziehung. So ist es, genau. Ganz genau. Okay, danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank dir, hat mir sehr Spaß gemacht. Und noch mehr Infos und Anregungen gibt Sonja Unger bei Instagram. Die Links zu ihrem Profil und zu ihrer Homepage findet ihr in den Shownotes. Wofür braucht ihr noch mehr Ideen? Bei welchen Themen können wir euch unterstützen? Habt ihr Feedback oder Themenvorschläge? Dann schreibt mir gern per Mail an smarterleben@spiegel.de oder per WhatsApp an die 0151 728 29182. Und falls euch dieser Podcast gefällt, bewertet, kommentiert oder abonniert ihn gern in eurer App, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Dank geht an Marc Lüx und Sandra Sperber, die mich diesmal unterstützt haben. Unsere Musik kommt von Above Zero. Und ich verabschiede mich jetzt in eine kurze Sommerpause. In der Zwischenzeit versorgen wir euch mit besonders beliebten Folgen aus dem vergangenen Jahr. Und am 3. August geht's ja auch schon weiter mit neuen Themen und neuen Gästen. Also genießt den Sommer, tschüss und bis zum nächsten Mal.